Wien sind wir jetzt. Jetzt fahren wir zum Fossi. Der Fossi ist auf jeden Fall ein ganz spezieller Typ. Einige werden ihn lieben, einige werden ihn einfach hassen. Wir fahren los. Los, wir fahren. Wir können ja fahren jetzt. Wir wollten noch fressen holen, so ist es. Hallöchen! Läuft schon. Grüß dich. Ah. Hey, ich fasse lange nicht gesehen, Digga. Ja. Alles gut? Jetzt sehen los. Jetzt will er nicht mit dem Enkel drauf, aber einfach. Angenehm draußen, frische Luft. Mmh, edel. Das ist ja alles das erste Mal heute hier, ne? Mhm. Das war ich brutal, ja. Aber wir zeigen jetzt nichts mehr davon, weil das wollen wir euch morgen zeigen. Ah. Wir sind heute nur mal da, um ein bisschen Diät-Cola zu trinken und Burger ohne Pappe zu essen. Genau, wir müssen zuschauen sagen, heute ist Samstagabend. Samstagabend, genau. Und morgen ist Sonntag. Wie bei vielen Wochenenden. Das ist so ein Kunde. Der Akku ist leer, ja. Der jetzt kommt hier rein und zieht leer an der Karre, ja. Ja, ist mein Ding von der letzten Woche noch gewesen hier. Mein Dampfer. Ja, ansonsten ist das hier Fossi sein Zuhause, ziemlich cool. Aber da, erzählen wir einfach morgen früh, was war. Mhm. Weil jetzt nehmen wir jetzt erstmal was vor. Okay. Aber noch. Wir brauchen 50 Minuten. Ja, so, dann, wir waren ja gestern schon da. Genau, wir sind wieder zurück. Heute ist Sonntag. Was haben wir hier um 9, ne? Ist ja auch völlig egal. Aber ist okay. Ja, also heute offiziell beim Fossi in Nähe von Wien. Fossi ist ja meiner und Marios Tätowierer. Mhm. Und treuer Kunde und Familienmitglied Rad 48. Ja. Genau, und heute gucken wir hier mal seinen Schmuckstück an, was er ja schon mal hatte und wie er sich zurückgeholt hat. Ne? Aber ich habe noch eine Frage, Fossi. Warum Kunstfabrik? Du hast ja früher mal auch andere Namen für deine Studios gehabt, Call on Coffee. Genau. Was hast du in Linz gehabt? Das hieß auch anders, ne? Nee, da war es schon die Kunstfabrik. Das war, Kunstfabrik. Ich hab das Call on Coffee eigentlich gemacht, weil ich durch Zufall ein altes Café in Chemnitz damals übernommen habe, in so einem Fünf-Sterne-Hotel unten im Keller. Und da habe ich gedacht, Call on Coffee klingt besser für so eine Luxushütte als Tattoo-Studio. Und dann war es Kunstfabrik, weil ich gedacht habe, okay, ich mache ja auch Grafikdesigns für irgendwelche Autos oder Polierung oder Klamotten wie jetzt für Mareike Fox. Und ja. Da ist es halt so, dass ich Kunst besser fand als nur das Tätowieren. Ja, das, von das dem Tätowieren bin ich eigentlich immer ein bisschen weiter weg, weil es mich langsam langweilt. Aber erst, wenn du mich fertig gemacht hast. Ja. Aber generell sieht man ja schon an seiner Halle, in der Fossi auch lebt übrigens, weil da hinten sieht man ja sein Bett, wo er schläft. Dass das einer der kreativsten Typen ist, wirklich, die man kennt, deswegen wahrscheinlich der Tätowierer. Also so zu auch die Autos auslassen, das ist einfach immer wieder genial, dem Typen. Ich liebe den seinen Stil, ich liebe den seine Beklopptheit und Verrücktheit. Das lieben die viele, aber ich mag es auf jeden Fall. Es reicht, wenn du es magst. Genau, es reicht, wenn ich es mag. Man kann eh nicht jedem gefallen. Das Wohnzimmer ist auf jeden Fall etwas außergewöhnlicher. Ja, aber eigentlich der Traum von jedem, von jedem, der mit Autos zu tun hat. Eigentlich müsste hier hinten noch eine kleine Bühne rein. Auf jeden Fall geil. Und du hast ja das Tattoo-Studio extra abgegrenzt. Ja, das ist halt einen Zugang, damit die Leute den Privatbereich nicht sehen. Na, erzähl mal vorhin zu dem Auto. Ja, ich habe den in der Schweiz gekauft vor Ewigkeiten. Ja, zur HPS gegeben, gesagt, ich hätte gerne ein bisschen tiefer, weil die mal einen gebaut haben, der ein bisschen tiefer war. Ja. Das hat mir aber nicht gereicht von der Tiefe. Hab ihn dann zu Dampf gegeben und der Moser und seine Jungs haben das Ding dann nochmal richtig radikal auf den Boden gelegt. Also brutale Arbeit. Bin ich zu Mario gegangen, hab gesagt, ich brauche ein paar Räder. Also wie immer. Da haben wir uns da hingesetzt und haben überlegt, wie breit. Dann kam er zu mir extra nach Linz gefahren damals und ausgemessen, gepasst und ja, ist das goldene Rad entstanden. Das war ja damals das Rad in. Das kannst du doch mal einblenden, vorleg das Bild, wie das genau, vorher aussah. Genau, haben wir vom Mega Run damals. Richtig. Am See. Ja, Mega Run war mega. Stimmt, da ist der Wagen ja mitgefahren, ja, das ist geil. Und dann hat er mir gefallen. Bin ich ein bisschen gefahren und dann dachte ich, Zeit für was Neues. Habe ich eher selten. Ja, genau. Übrigens, Fossi wechselt seine Autos wie seine Unterhosen.
Sache ist geil. Nee, wirklich, ey, die werde ich jetzt wirklich behalten. Kannst du die nächste reingucken, for sale. Ist raus, das Ding. Ja, stimmt schon. Das heißt, sobald es fertig ist, langweilt es. Ist wie eine Frau. Und jetzt haben wir gesagt, wir verkaufen den, hab den einen guten Freund gegeben. Und irgendwie ein Jahr oder so nichts von dem Wagen gehört. Dann hat er mich angeschrieben, ey, Digga, du verkaufst gerade einen Väter und wollen wir tauschen. Mhm. Dann haben wir getauscht. Habe ich den wieder gehabt. Bin ein bisschen gefahren. Aber ohne Räder, oder? Ohne Räder. Die Räder, genau. Die Räder, die habe ich ja vorher separat verkauft. Die hat dann ein anderer gefahren. Wir kaufen vielleicht nochmal ein Bild einblenden, bestimmt. Ja. Sah auch ziemlich fett aus. Von den Camper-Jungs, ne? Genau. Das sah auch ziemlich fett aus. Aber wenn die Räder halt extreme Maße haben, passen die halt unter kaum Auto. Dann habe ich irgendwie die Räder aus den Augen verloren, den Wagen wieder gekriegt, wieder verkauft. Mit einem Autohändler getauscht, der hat ihn in seinen Showroom gehabt. Ewig, auch wieder anderthalb Jahre. Mhm. Und die sind beide das Auto nie gefahren. Der eine ist mal zu einem Treffen gefahren, haben sie gesagt, das war der vom Fossi. Da hat er keinen Bock mehr gehabt, genau. Und der Autohändler hat ihn eigentlich nur in seinem Showroom gehabt. Das ist damit auch nur auf einem Treffen gewesen. Das heißt, ich habe den Wagen nach 4 Jahren jetzt schon wieder. Du hast den Wagen zurückgekriegt. Ich mache hier einmal außen neue Folie. Genau. Die Räder, neues Finish. Und dann, ja, das Ergebnis seht ihr hier, das ist echt oberkrass. Ja, und die Räder sind halt dann separat. Der Autohändler, der den Wagen gekauft hat, von mir, der hat sich die Räder zurückbesorgt. Achso, der hat die gekauft? Der hat dann die Räder wieder zurückgekauft. Hat du hast jetzt zusammen das Auto wieder zurückgetauscht. Und ich habe dann mein Auto so geholt, wie ich ihn damals gebaut habe. Aber beim Thema Tauschen sind, das finde ich ja eh geil, deine Philosophie ist ja, du willst so lange tauschen, bis du einen Ferrari hast, ne? Ja, nee. Das nee, war eigentlich Bentley, mal Bentley, 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 hat, ja. Nee, wirklich krass. Habe ich ihn jetzt wieder geholt und dachte, okay. Aber warum eigentlich? Hast du richtig Bock drauf gehabt wieder auf das Auto? Ja, schon. Weil es funktioniert, es hat Power, es klingt geil durch F-Town und liegt einfach gut da. Und ich dachte, jetzt müssen wir es optimieren, ein paar Spurplatten drunter gedroschen. Ja, wobei der Power sind, wollen wir mal vorne reingucken? Ja, klar. Gucken wir vorne rein, ne? Na los. Fossi, was ist das jetzt für ein Baujahr? Das ist 1997er XJR. XJR, ne? Und X300 hast du gesagt, ne? X300. Und das ist einer der größten Motoren, die damals drin waren? Das ja, das war der größte, den es damals gab bei dem Modell. Und 97 kam dann der... Ist das ein 4-Liter Kompressor, oder? Das ist ein 4-Liter Reihensechszylinder Kompressor. Genau. Ist schon ein Mordsding, ne? Ja. Mega geil. Ich klingt doch toll. Ich finde die Details cool. Das sieht alles wirklich noch alles top aus, also trotzdem das Auto so alt ist. Das Original Bordwerkzeug, das ist ja richtig geil. Hier mit dem Jaguar-Schriftzug, seht ihr das? Richtig geil. Vor allem vollständig, ne? Das ist bestimmt auch selten zu finden. Eine Sicherung fehlt, ja. Aber ich denke mal, die kann man ja nachlegen. Hier seht ihr vor allen Dingen, das Auto war mal dunkelgrün original, ne? Okay, weil was jetzt wieder im Trend ist, dieses Goodwood-Grün. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich noch grün machen, aber da jeder gerade grün fährt, habe ich für Candy-Rot entschieden. Rick hatte schon gesagt, die Räder wurden verdichtet, die Betten wurden nachpoliert, ne? Betten wurden poliert. Betten poliert, Sterne verdichtet, hatte Sascha heute gemacht. Mega. Von pulvern.at. Pulvern.at, aber Sascha hat das in einer krassen Qualität gemacht. Und gute entlackt. Geschwindigkeit, die waren gar nicht lange bei ihm, ne? Der hat entlackt, der hat poliert, der hat ihn nochmal, da war eine Kante reingefahren, als ich die wieder gekriegt habe. Da war das Bett ein bisschen eingedellt, der hat alles wieder repariert. Das sehr coole Arbeit. Krass. Auf jeden Fall sind das hier die Maße 10x18 ET20. Fossi hat aber vorne eine 20er Platte, ne? Also haben wir ET0, 10x18 ET0 und hinten eine 15er Platte drauf geschnallt, dass wir ET5 haben. Aber rundum 10? Ja. Rundum 10, ja. Okay. Und was fährst du für einen Reifen? 225, 35, Falco. Hat er sich vorhin nie angeguckt. Wie aus der Pistole geschossen. Ja, genau. Nee, also die Räder wurden ja eigentlich nur für dieses Auto gebaut. Also das war ja wirklich das erste Auto mit den Rädern. Und danach kam noch der Challenger. Ja. Auch fett. Sah auch gut aus. Dieses Oldschool-Design, das passt halt wirklich zu dem Auto. Also ja, ich habe zwischendurch einmal die Futuras drauf gehabt, in 17 Zoll. Sah auch gut aus. 9,5 und 11 mit der ET6. Hm. Und sah geil aus. Hast du da Bild noch? Ja, irgendwo. Ja, gut. Und können wir ja einblenden. Ne, deswegen. Hat gelernt. Perfekt. Aber ich würde noch mal kurz zurückkommen. Gerne. Hier ist ja Luft drin, ne? Ja. Wie fährt sich das so? Also dem Alter entsprechend wahrscheinlich schon gediegen, oder? Es fährt sich brutal gut. Ja? Hab ich auch nicht gedacht. Also ich habe mich gewundert, nachdem du hier im Megaran mega mitgefahren bist. Wir waren irgendwie 3 Stunden vor den anderen da. Irgendwie, weil wir gedacht haben, der Schnellste gewinnt. Aber war falsch. Ja. Wir sind halt, die anderen haben ihre Porsche und ihre Lambos und so über den Berg. Mhm. Hochgezirkelt und wir sind hochgedriftet und das fährt sich geil. Ne, das Logo. Achso. Ah, elektrisch. Elektrisch. Warte, noch mal.
Geil. Ja, ist ja krass. Schöne Luft. Ja. Aber, hast ja gesagt, kann ich zum Hochheim, ja. Ist sauber verbaut, damit man wenigstens noch was mitnehmen kann. Einfache Sache. Mehr braucht man eigentlich in dem alten Auto nie. Also doch, ich, was? Einen zweiten Kompressor. Das ja, Ding, okay. Das Ding läuft ständig. Ich habe dieses scheiß Basic jetzt hier reingebaut, weil ich doch den Akku RMC63 hatte. Staubig die groß. Und ja, da dampft das Paket verbaut, aber super reingebaut. Mhm. Hey, alles knaller. Fährt, funktioniert. Das ist jetzt halt, weiß ich nicht, muss Mosa fragen, wie lange das jetzt, oder HPS, na warte mal, Schweiz. Ach Gott, 5 Jahre drin oder so. Ja. Fährt sich immer klasse. Zu dem Auspuff. Der ist hübsch, ne? Ja, das ist super. Von hinten sieht das aus, wie das so sein muss. Von lang her, denkt man sich. Lässt du die größte Endro, sind das ja 80 mm oder was das? Du, ich hab keine Ahnung. Aber sieht auf jeden Fall zornig aus. Das hat der Stepan von F-Town ja alles komplett handgefertigt. Hat er den gesamten Auspuff, die ganze Abgasanlage hat er komplett selber. Der baut auch die Töpfe selber. Der prägt auch sein Firmenlogo komplett in den Topf ein, also ins Blech. Schon sehr cool gemacht. Ich war ja damals dabei, als er das Ding angepasst hatte. Genau. War's. Also der macht eigentlich geile Arbeit. Also ich hatte damals beim Golf ja schon so ein Ding. Man die Schweißnähte. Ja, die Schweißnähte sind geil. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben den Auspuff mit Absicht zu tief gehangen, damit man die Töpfe sieht. Weil ich das für einen Rennsport Optik irgendwie ein bisschen geiler fand. Ja, ich finde es auch geil. Ich glaube, der hatte ab Werk noch gar keinen Cut. Und wenn, dann haben wir ihn verloren. Hast du rausgezogen. Das kann schon mal passieren. Du, das passiert also, einige, glaube ich, gehört. Wollen wir mal einen kleinen Soundcheck machen? Sehr rotzig, aber unterlasst es das Ding einfach. So krass, da kann man dann nochmal was filmen. Ja, durch den Cut riecht jetzt auch gar nicht so. Nee. Gibt es zu der Folie, wer hat das gemacht? Das war beim ersten Mal war es der Stefan von FTS, Folientechnik. Mhm. Der hat den in diesem Avery Black Pearl gemacht. Das war ziemlich geil, mega Arbeit. Wir haben den jetzt zum Jürgen gegeben, zu Works. Der hat die Folie nach 3 oder 4 Jahren abgemacht und die war immer noch top drauf. Mhm. Also mega Arbeit auch von FTS. Und das war jetzt Works, genau der Jürgen. Ich habe zu ihm gesagt, ich will grün. Dann habe ich aber gesehen, dass so viele Grüne haben und habe dann gesagt, nö, machen wir rot. Und da hat er halt gesagt, nimm mal von TechFrap das True Blood und das ist ein Glossy, ist ein bisschen Perleffekt. Jetzt leider keine Sonne, sonst würde man den Candy-Effekt sehen. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, dann müssen die Räder halt glänzen. Ja, das passt das ja. Das muss zur Farbe passen und den Chrom haben wir halt auch gelassen. Ja, das passt doch sehr geil zusammen. Ja. Und schwarz glänzend wollte ich die Räder nicht machen, weil sie der Dominik auf dem Challenger schon so hatte. Dann denken alle, ich habe seine Räder gekauft. Denken sowieso viele. Ja, voll. Weil die. Hat er da eine geschrieben, ne? Geil, die war nochmal schwarz. No, 20 Challenger. 20 Zoll und 13 breit, ja. Ja. Da war das breit war eine Ansage. Ja, ja, stimmt. Da war das Innenbett schmaler wie das Außenbett. Ja. Nee, aber ansonsten ist es ja wirklich, muss man sagen, dieser Jaguar ist ja eigentlich eine absolute Oberklasse-Limousine, ja, der 90er Jahre. Das war vergleichbar mit Mercedes, BMW, also schon, oder S-Klasse sogar. Ist auf jeden Fall geil, also ist schon ein Fortschritt. Ich meine, das englische Natur hier. Wie findest du das, wenn du von einem alten deutschen Auto in so einen alten englischen Wagen steigst? Das ist das wie mit den Amis, die waren einfach technisch schon viel weiter. Ne? Der hat ja Scheibenheizung. Frontscheibenheizung, genau. So von 97 ab Wert, ne? 97er Audi war jetzt auch schön. Oder BMW oder Mercedes. Schön. Aber ich wollte halt einfach mal ein Auto bauen, was keiner gebaut hat bisher. Aber Fossi, ich habe noch eine Frage. Violin-Clip, ne? Viele fragen ja, was sind das? Ich kann es dir sagen, aber ich will, dass du das hier beantwortest. Ja, am besten, du kommst auf die Seite, damit dein Auto mal besser mit bist. Nee, erzähl du mal. Es geht quasi um den Aufkleber auf der Heckscheibe. Ja, ja. Den da. Fossi, erzähl mal was dazu. Ja, was soll ich dazu erzählen? Das ist halt eine Gruppe weltweit. Verrückter. Ziemlich coole Familie. Genau. Eigentlich verrückt. Genau. Also die meisten kennst Lo Familia, Balkan Connection und so. Das ist mehr so in Europa bekannt. Violent Click kommt aus Schweden.
und inzwischen 900 Mitglieder ungefähr. Sind viele Amis auch dabei, habe ich gesehen. Ne? Mega, Asien, Amerika, überall. Die schreiben dich schon von an und sagen, deine Kisten, wir feiern das und hättest du Bock. Also ich kriege zwar jeden Tag irgendwie anschreiben, hey, wie komme ich in die Klick rein und so. Und ich habe ein geiles Auto, kannst du mal den Leuten vorschlagen. Aber nee, einfach selber eine geile Karre bauen und wenn man angesprochen wird, dann passt es ja. Vorsicht, wie, was hältst du von 48 eigentlich in der Familie? Ja. Bist du schon lange mit dabei? Na, weiß ich nicht, ich finde das schön. Neue Autos, coole Projekte. Mario macht halt nichts mit irgendwelchen Sponsorings und so und sagt sich halt, na, wenn sie die Felgen haben wollen, sollen sie die Scheiße halt auch kaufen. Ne? Und nicht sich irgendwie erschleichen wie irgendwelche Schwänze. Schwänze ist das richtige Wort, Schwänze. Ja, ich finde das, der steckt jeden Cent in die Karre. Und ist schon immer von ihm ganz schön aufs Kreuz gelegt worden. Und jetzt muss man natürlich versuchen, dass man das wenigstens nicht mit Ausgaben macht. Also ja, er nimmt ja schon nichts für die Räder eigentlich, für die Mehrteiligen ist ja einfach nur, weil er es selber auch feiert. Ja. Na, das ist gar nicht, um damit Kohle zu machen, wie die meisten denken. Dann mal, ja, Mensch, hier, also natürlich verdient man damit Geld, aber es ist nicht so, dass ich damit reich werde. Was? Vielleicht, du verdienst vielleicht nur an uns Geld? Ja, natürlich. Das wurde mal anders kommuniziert. Schnell mal raus hier. Nee, aber es ist halt wirklich so, dass wir sagen, in erster Linie muss das Auto passen, das Projekt und der Mensch. Also schreibst du ja auch ein Buch vom Hurensohn zum Vater, ja. Vom Hurensohn zum Vater, du hast eine Tochter. Das liegt so brutal jetzt in der Kamera. Das ist krass. Aber naja, es geht ja nicht um meine Mutter, es geht darum, dass ich in Kreuzberg aufgewachsen bin und ja. Jeder Zweite zu dir gesagt hat, du Hurensohn, ich fick deine Mutter. Naja. Und so ist es halt entstanden, aber ich war auch einer von denen, der es zu anderen gesagt hat. Ich sag halt immer, was ich denke und das stört halt viele, weißt du? Nee, also mich stört's gar nicht. Ich bin der Typ dafür, auch wenn man sich da mal kurz davor ist, in die Schnauze zu hauen. Also ich krieg nie in die Schnauze, aber... Natürlich nicht. Aber ich mag das deswegen und ich schätze deswegen Fossi, weil er einfach sagt, was er denkt. Auch wenn er ist wie bei mir, einfach was sagen, was man denkt und damit hat man keine Probleme, damit ist man mit sich selber im Reim. Man kann nachts gut schlafen. Ja, das ist das Ding. Genau. Man hat einfach auch mal jemand gesagt, du bist eine Fotze und dann hat man den nicht mehr als Freund. Hier gibt es nur eine Fotze in Deutschland. Fotze. Fotze. Ja. Nicht weg? Ja, das ist eigentlich nur ein Motto. Ich deswegen. Achso. Okay. Wird eine schwierige Schnittarbeit für mich hier. Deswegen habe ich Fotze gesagt. Nee, auf jeden Fall würde ich sagen, jetzt Frohlich, du zeigst mal das Auto. Geht erstmal Mittagessen, ich muss die Karre hochladen. Heute hast du auf jeden Fall ja, mach geile, Karre, los. Geile Umgebung. Ja, ich muss ihn hochladen. Ist egal, dann draußen. Ich gar kein Problem. Aber wir können noch mal zu Hause aufmachen. Genau, und ey, du, ich bin auch nicht fertig, aber du. Okay. Na, erzähl mal von dir zu dem Auto. Ich hab den in der Schweiz gekauft vor Ewigkeiten. Und erzählst du einen Stock im Auto? Ich hab den in der Schweiz gekauft. Ja, ich verlege gerade, Alter, ist noch nicht morgens, Alter. Ja. Der kommt hier zu unchristlichsten Zeiten. Ein Tätowierer steht nie vor 10 auf. Was ist die Anliegen ungefähr? 350, 70? 430. Oh, okay. Yes, frei programmierbar. Ja.
Also einmal quasi das volle Programm für den Serienmotor. Mhm. Drehmoment ungefähr? 520 Newtonmeter. Jetzt habe ich noch das Sechsgang drin. Das bekanntliche Getriebe der Selbstzerstörung. Ich wollte gerade sagen, ja. Fünfgang ist stabiler, ne? Ich habe schon einen 9er Evo RS Fünfgang frisch revidiert liegen. Oh, das ist geil. Ja, schon bezahlt, liegen, das kommt nächste Woche rein. Einwandfrei.